Hallo, ich bin Tobias und ich möchte mit diesem Video dir einen Impuls geben für die Augen. Also besonders, wenn man die Augen sich nach einem langen Arbeitstag vor dem Rechner müde und beschwerlich anfühlen. Und dieses Video soll Augenübungen als Ziel haben, mit denen wir die Augen mobilisieren und wieder erfrischen. Und warum ist es überhaupt schwierig, wenn wir den ganzen Tag über am Schreibtisch verbringen und auf einen Monitor starren? Warum tun dann die Augen weh oder sind müde oder verspannt? Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir, wenn wir vor einem Monitor sitzen, den immer gleichen Fokuspunkt haben. Und dieser Fokuspunkt ist immer gleich entfernt. Und das ist für die Augen und besonders für die Augenmuskeln sehr anspruchsvoll. Denn wir haben Augenmuskeln, die die Augäpfel in der Bewegung steuern. Also wenn wir die Augäpfel nach rechts und links, hoch und runter und so weiter bewegen, dann sind das muskuläre Bewegungen. Und es gibt Augenmuskeln, die die Linse umformen, sodass wir mal näher und schärfer fokussieren können, aber auch mal in den Fernbereich fokussieren können. Und das fällt alles im Wesentlichen weg, wenn wir immer auf den gleichen Punkt schauen, der immer gleich entfernt ist. Dann sind die Muskeln immer in der gleichen Position und das ist für sie sehr anstrengend und sehr schnell ermüdend. Und dieses Video hat das Ziel, mit einer ganz einfachen Übung die Augen wieder zu bewegen, die Muskeln zu mobilisieren und damit auch den gesamten Augenraum zu erfrischen. Und dazu brauchst du nichts weiter als deine Hände, besonders jetzt den rechten Arm. Bitte dich, ihn nach vorn zu strecken und den Daumen nach oben zu bringen und jetzt den Daumennagel zu fixieren mit dem Blick. Bitte nur noch auf den Daumennagel schauen die ganze Zeit und natürlich weiter atmen. Du lässt den Kopf immer nach vorn ausgerichtet und wendest ihn nicht, da wir im Wesentlichen nur die Augen bewegen und nicht den Kopf. Und so lässt du den Kopf nach vorn ausgerichtet, schaust immer noch auf den Daumennagel und bringst jetzt den gestreckten rechten Arm ganz langsam nach rechts. Den Kopf nicht, du schaust nach vorn, das Gesichtsfeld ist nach vorn orientiert und der Blick bleibt auf dem Daumennagel und folgt dem Daumen nach rechts. Weiter atmen, nicht anhalten und den rechten Arm so weit nach rechts bewegen, dass der Daumennagel noch im Blickfeld ist, aber ganz knapp vor dem äußersten Rand des Blickfeldes ankommt. Weiter atmen. Und langsam wieder zurückkommen. Bis der rechte gestreckte Arm vor dir ist. Jetzt der Wechsel, den linken Arm nach vorne ausstrecken, den Daumen nach oben, den Blick auf den linken Daumennagel fixieren, rechte Hand lösen und langsam den gestreckten linken Arm nach links bewegen. Das Gesichtsfeld bleibt vorn ausgerichtet, der Blick auf dem Daumennagel, die Atmung fließt. Nicht anhalten mit der Atmung, weiter atmen. Die Hand so weit nach links, dass sie am äußersten Rand des Blickfeldes ankommt. Atmen und wieder zurückkommen. Bis die Hand wieder vor dir ist. Der Seitwechsel, rechten Arm nach vorn strecken, den Daumen jetzt nach links zeigen lassen, linke Hand lösen, der Blick auf den rechten Daumennagel und jetzt ganz langsam den Arm nach oben heben. Nicht den Kopf, das Gesichtsfeld nach vorn orientiert lassen, den Arm so weit heben, dass der Daumennagel am oberen Rand des Blickfeldes ankommt. Atmen. Den Kopf nicht heben und langsam zurückkommt auf Höhe der Nasenspitze. Von dort den Arm nach unten senken, den Kopf nicht neigen, mit dem Blick den Daumennagel fixiert lassen. Soweit bis du am unteren Rand des Blickfeldes angekommen bist. Das Atmen nicht vergessen. Und langsam wieder hochkommen auf Höhe der Nasenspitze. Den Daumen dort nach oben orientieren.
Und jetzt ganz bedacht, ganz langsam den Daumen zur Nasenspitze führen. Der Blick bleibt auf dem Daumennagel. Bis du an der Nasenspitze angekommen bist, das Atmen nicht vergessen, hier innehalten, die Augen schließen, die Hand nach unten bringen und ganz entspannt mit geschlossenen Augen nach vorne in die Ferne schauen. Die Augen entspannen, den Raum zwischen den Augen entspannen, die Stirn glatt werden lassen. Durchatmen. Wenn die Hände warm werden dürften, dann kannst du sie jetzt aneinander reiben. Und dann die Hände wie Schalen um die Augen herum legen. Die Wärme der Hände darf die Muskulatur um die Augen herum entspannen. Du kannst, wenn du magst, mit sanften Streichelbewegungen den Raum um die Augen massieren, die Stirn und die Schläfen. Um die Augen herum. Die Augen ausstreichen. Und dann die Augen langsam wieder öffnen. Ja, das war eine kleine Übung für die Augen, um sie wieder zu mobilisieren. Ich danke dir fürs Mitmachen und wünsche dir alles Gute.